Ach, Bummelei, steht ja dem Altstamm so Bett. Was ist hier? Schlafstub. Alles da. Nach der Ski. Und vorher, da hat man auch noch eine Bettflasche drin. Freilich, wenn sie Winde kalt war. Kannst du dich besinnen, wann Sta und Bar zusammengefroren sind? Dicke Eisblume unter Finsten war. Da war man oben glücklich, wenn man in das kahle Bett musste und hatte Bettfläche drin. Und für auf den Bauch, komm, lebe, fein. Ja. Angepasst, wenn das Maar Knipse hat. Ja. Ja. Da hat man sich gefreut. Und wer gar keine Bettflasche sich leisten konnte, der hat sich einen Russenstau in den Backofen gelegt. Hat den Duft drin und da hat es auch ein bisschen warm im Bett gehabt. Freilich. Es ist die Nacht, Dischi. Und hey, für die Notdurft in der Nacht, man hat ja noch das Häusi draußen im Freien. Im Hof. Im Hof. Und man darf nicht vergessen, wenn es so 10, 15 Grad kalt war, dann noch einmal am Nachthemd über den Hof zu heben. Wer wollte da hinaus? Genau. Ja. Da konnte man froh sein, wenn man sowas hat. Und da hat man ja auch so ein Däppchen. Morgens ist das ausgeliert worden auf dem Misthafen. Ja. Da ist man halt draufgegangen in der Nacht, wenn es notwendig war. Und der Schlapper, der hat man auch hier eine Runde gedreht. Da ist man den ganzen Winter drin rumgeschlapscht. Der war ein Wehr. Und hey, wenn der Opa vom Gärtnerin kam oder vom Stall und wollte die Stiebel ausziehen, da hat er dann beim Stimmelknecht ja ausgezogen. Millionär steht einer, der ist sogar aus Metall. Ja. Es ist Gusseisen. Ja, Gusseisen. Ganz was Feines. Ganz Feines. Von der Firma das, und von dem, der es gemacht hat. Das konnte man in den Flur stellen. Das war ein Schaustück zum Ausstück. Ja. Augugge. Ja. Ja. Auswendig im Gang. Hey, was schlaf vor? Hey, ist noch dann das Wasser nicht geschickt worden und da hat man sich dann Gewäsche. Also viel konnte man da ja nicht drin wäschen, no, gell? Mal das Gesicht und hey, ein Feubirscht. Perlmutt. Für die Dame des Hauses. Für die Dame. Wei Perlmutt, ja. Ja, und hey. Da kommt die Saft drin. Da waren die Saft drin. Ja. Und hey, hat der Großvater sein Gebäste oben drin gelegt. Ja. Und am Morgen kommt sie raus. Am Morgen ja kommt sie dann raus. Und hey, in das. Da war die Perlekette drin oder die graue Knäppchen, je nachdem, was man verstecken wollte und was dann noch zur Zierde da gestanden hat. Und in der Nacht konnte man auch so eine Lampe ummachen, das ist eine kleine Petroleumlampe, mhm, wo man Licht gebraucht hat. Klar Kommode für die Wäsche hinzusetzen und hey, ein wunderschöne Stirn. Dass man die Handtücher drüber hängen konnte. Und ein schöner Schrank. In dem Schrank war alles drin, was man zum Auto gebraucht hat. Viel war es ja nicht. Nein. Man hat auch einen Anzug, so ganz Leben lang, wenn ich mich so besinne und der Großvater. Und so war alles gut untergebracht. Für den Haut, für den Zylinder. Für alles. Eine Hautschachtel. Mit Schachtel und Kästchen gäbe. Ja. Und ist das alles drin aufgehoben worden. Ja. Ja, in der Schlafstube ist ja nicht nur geschlafen worden, wenn Kinder da waren, sind der auch in den ersten Jahren in der Schlafstube, mhm, hineingebracht worden. Da haben wir, hey, eine schöne Stube waren. Hey, kommt das klar gezäppelt zu nehmen. Und wenn sie halt am Krise waren, da haben sie dann, hey, ihr Steinchen, wo sie drin gesessen haben. Das konnte man auch dann auseinanderklappen. Da war hey unten dann, wenn man es auseinandergeklappt hat, ein Blatt und da hat er sie hey, zum Malen oder zum Basteln was oder ihr Spielsachen draufstehen. Da war der Stolze schon ganz üppig. Und wer natürlich ganz reiche Leute, der hat natürlich dann ganz komfortabel noch einen Schockelgaul. Den kann sich halt auch nicht jeder leisten. Das ist schon ein Skistecke. Und gar sogar eine Schiene, ein geschnitzte. Und guck mal, was für ein üppiger Webstuhl. Wer hat denn die Freude gehabt? Die meisten Bauern haben so etwas, weil im Winter, wenn sie vom Feld nichts zu schaffen gab, aber auch keine Ernte da waren, war das die Gelegenheit, da haben sie etwas zu schaffen und das Gewerbte dann zum Beispiel nach Friesdorf bei einem Verleger zu bringen. Der ist gewebt worden auf so einem Webstuhl oder gesponnen
Flachs oder Woll. Ja. Und das war ganz wichtig, ihr Nahrungsquelle in der Winterzeit, wo es sonst gar Einkommen vorhanden war. Ja, da konnte bestimmt auch noch die Großmutter draus setzen und sich noch ein bisschen da betätigen. Oder der Großvater. Oder der Großvater, ja. Ja. Und deshalb ist die Gaustube. Schwere, dunkle Mehl. Und in der Gaustube ist man nur gekommen zu ganz feierlichen Oles. Weihnachten, Osten, Geburtstag, große Geburtstag. Und wann Besuch kam. Sonst waren die Finsterlehre zu und dass man das ganze Jahr sonst nicht hinkommen. Die Farben waren dunkel, weil man ja sieht, Samt, schwerer Stoff. Und sicher ist auch mal gesungen worden, weil da hinten sehen wir ja den Nurständer. Vielleicht hat auch der Sohn des Hauses Violine spielen müssen. Ja, das könnte ich mir auch vorstellen. Ja. Ja. Und der Aschenbecher für den? Für den Herrn des Hauses, der konnte die Zigarre ablegen. Ja. Und einen Fuchel brauchte der Leute nicht zu holen. Da hat man sich Suerbes in die Stube gehängt. Vielleicht konnte man den sogar aufzeigen, dass der gepirfe hat. Ja, das habe ich auch noch so in Erinnerung. Und der Wand hängen die Erinnerungsstücke vom Großvater und vom Urgroßvater aus der Militärzeit, die Regimentspfeife. Aha. Da haben sich die Soldaten, waren sie noch zwei Jahre und mich, vom Militär zurückkommen soll, als O-Denken mitgebrochen. Da haben meistens die Nome von der Regimentskameraden drauf gestanden oder von der Einheiten, der sie waren. Und der ist halt aufgehoben worden und in Ehren gehalten. Ja, und hier waren die Gestelle. Da hat die Petroleumlampe drauf gestanden, die Sache zum Rauchen, das Feuerzeug, die Kistchen mit der Zigarre drin. Was ist dann hey in dem Schächtelchen drin? Da kommt dann ein Snippesen hin. Und hey, ein kleiner ja, so hat so ein Klaustopp ausgesehen. Und weil das 1900 oder im 1900 drin war, hat es ja auch noch keinen elektrischen Strom gegeben. Und deswegen war die Lampe über dem Tisch eine Petroleumlampe. Da musste man aber aufpassen, dass nichts passiert worden ist. Dann die Häuser waren ja aus Lehm und Stroh. Die haben gebrannt wie Zunder. Und hier drin war Petroleum. Und das ist jedes Mal mit einem Streichholz gemacht worden, da musste man den Zylinder hochheben, mit dem Streichholz drauf, bis ordentlich gebrennt wird, den Zylinder wieder drin und dann ist so reguliert worden und der Drehschraube, hey, dass es nicht rauskommt, Gaude rauskommt. Und wann ich denke, was er mit der Zylinder musste ja auch immer gespalten, geputzt sein, ja, so lang geworden. Immer geputzt werden, sonst war das Licht zu dunkel. Aber für dreimal im Jahr konnte man das ja machen. Da konnte man das in Kauf nehmen. Ja, so ein Ski. Wohnstube war halt leider nur einmal fürs Jahr gewesen, wo man innen durfte.